Chieftec gehört sicher zu den ältesten Namen im Gehäusesegment, aber auch von Chieftec bekommen wir immer mal neue Gehäuse zum Test. Das ist auch hier der Fall. Wir haben das DX02B erhalten. Auf den ersten Blick zu erkennen, ein klassisches Gaming-Modell mit einem etwas gewagteren Design. Wir haben also Querrippen, die mal gerade, mal leicht gebogen verlaufen. Besonders auffällig ist auch das Seitenteil mit einem angedeuteten Window, das dann praktisch aber nur aus zwei Window-Schnipseln besteht. Dafür dann aber ein Lüfterplatz optional. Der dient dann natürlich in erster Linie der Kühlung von Grafikkarten. Auf der Rückseite des recht voluminösen Kartons sehen wir das Gehäuse dann auch schon im geöffneten Zustand. Das Ganze ist ein Full Tower, das heißt also, wir können hier auch EATX Mainboards verbauen und dafür muss das Gehäuse natürlich dann etwas tiefer ausfallen, als man das zum Beispiel vom normalen MIDI Tower kennt. Es gibt durchaus einige interessante Ausstattungsmerkmale. Das fängt beim Kühlsystem an. Die beiden 120 mm Lüfter hinter der Front sind noch recht konventionell. Im Deckel gibt es dagegen die Möglichkeit, 200 mm Lüfter zu verbauen, und zwar gleich zwei Stück. Die können dann auch geregelt werden über eine rückseitige Lüftersteuerung. Ansonsten natürlich genug Platz für lange Grafikkarten, 34 cm. Und schließlich noch besonders bemerkenswert auch die Möglichkeit, zwei Festplatten per Hotswap anzubinden. Das heißt also, dass der Festplattentausch im laufenden Betrieb möglich sein sollte. Die genauen Spezifikationen finden wir hier dann an der Seite aufgelistet. Das heißt also unter anderem, dass die 200 mm Lüfter im Deckel bereits auch vorverbaut sind. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch den 120 mm Lüfter an der Rückseite, den ich noch nicht erwähnt hatte, und weitere optionale Lüfterplätze, sowohl an der Seite, das ist auch ein 200 mm Lüfterplatz, als auch im Boden. Dort kann noch ein 120 oder 140 mm Modell untergebracht werden. Das Gehäuse fällt nicht nur etwas größer aus, es ist auch mit 13 kg etwas schwerer als der typische MIDI Tower, aber für einen Full Tower ist das natürlich alles ganz normal. Wir werden dann auch gleich einen Blick auf das Gehäuse selbst werfen. Ja, das Gehäuse ausgepackt. Typisch EATX Gehäuse, also die enorme Tiefe des Ganzen. Dabei auf der Seite auffällig, dass das Seitenteil etwas herausgewölbt ist. Das dürfte nicht nur kosmetische Gründe haben, sondern dadurch wird natürlich auch etwas mehr Platz für das Verlegen von Kabeln hinterm Tray geschaffen. Die Rückseite gleich im Bilde, hier oben die erwähnte Lüftersteuerung für die Deckellüfter. Dreistufig, einfach mit diesem Schalter hier, also diesen beiden roten Schaltern. Ansonsten, also der rückseitige Lüfter ist hier zu sehen. Zusätzlich gibt es zweimal Durchführungen für Schläuche hier oben, die sind relativ klein geraten, aber durch die beiden unteren dürften dann auch dickere Schläuche problemlos hindurchführen. Wer also eine externe Wasserkühlung einsetzen möchte, kann das in diesem Chieftec-Modell durchaus tun. Ein erwähnenswertes Feature hier im Frontbereich ist der direkte Zugang auf die Festplatteneinschübe. Wir können hier also diese Laufwerkschubladen nehmen und herausziehen. Die Laufwerke
lassen sich dann montieren. Da kommt offenbar die übliche Klemmmontage zum Einsatz, also werden einfach in die Schubladen eingesetzt und anschließend das Ganze wieder reinbefördert. Das geht jetzt noch recht straff, aber so ist es ja auch besser, als wenn das alles hin und her wackelt. Also für Storage-User ist das natürlich nicht ganz uninteressant, auch wenn die Zahl der Festplattenplätze noch moderat ausfällt. Natürlich ein geräumiger Innenraum, der ansonsten klassisch aufgebaut ist. Das heißt also, wir können das Netzteil hier am Boden unterbringen, das Mainboard wird darüber montiert und der Laufwerksschacht ist auch normal angeordnet, nicht modular, wie das mittlerweile doch bei vielen Gehäusen üblich ist, sondern durchgehend. Das ganze Gehäuse macht einen relativ robusten Eindruck, also passend zum alten Chieftec-Image. Auch das Seitenteil, das wir gerade abgenommen haben, wirkte recht verwindungssteif. Und die fest eingebauten Laufwerkskäfige mögen zwar nicht mehr ganz zeitgemäß wirken, verleihen dem Gehäuse aber natürlich auch zusätzliche Stabilität. Insofern also muss das nicht negativ bewertet werden. Die Lüfteranschlüsse, das ist nur auffällig, erfolgen per Molex. Das lässt sich damit also nicht einfach an eine Lüftersteuerung anbinden, aber natürlich direkt ans Netzteil. Ansonsten, ja, insgesamt können wir doch erstmal einen recht positiven Eindruck festhalten. Das DX02B ist ein solides und großzügig gestaltetes eATX-Gehäuse, das dank der Hotswap-Docks und der Montage aller Festplatten über die Front durchaus auch etwas ungewöhnlichere Ausstattungsmerkmale bietet. Wir sind natürlich gespannt, wie sich das Gehäuse in der Praxis schlägt, ob zum Beispiel das Kühlsystem, das ja recht üppig bestückt ist, hält, was es verspricht, aber wie sich das Ganze dann wirklich bewähren wird, das gibt es natürlich dann in unserem Hardware-Lux-Test nachzulesen.